Ich meine, wir haben Johnnys Wunsch erfüllt. Smashy ist tot. Oder sowas ähnliches wie tot. Wo ist mein Geld hin? Die haben mir mein Geld weggenommen. Johnny! Das hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Johnny, Hanako hat Wort gehalten. Wenn ich dich anguck, weiß ich noch, wie wir uns begegnet sind. Ich sehe dieselbe Person vor mir. Eine kleine Diebin mit großen Träumen. Hast dich kein Stück verändert. Du irrst dich. Die Vi, die ich war, hätte es nie hierher geschafft. Sie hätte nicht überlebt. War zu schwach. Ich bin stärker als sie. Mag sein, aber die alte Vi hätte nie jemanden verraten. Moment mal, du denkst, ich hab dich verraten? Schlimmer. Du hast dich selbst verraten. Was zum Teufel meinst du? Du verstehst es nicht. Der Biochip hat mehr als unsere Erinnerungen vermischt. Die Grenze zwischen V und Silverhand, die ist schon längst verschwommen. Aber ich bin noch hier. Ich weiß, was ich will und woher ich komme. Ich. Weißt du überhaupt, wer du bist? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Wir sind miteinander verwoben, du und ich. Wir sind eins. Wenn du hier bist, um mir was zu sagen, dann nur, weil du es selbst hören musst. Lass mich ausreden. Ich möchte das alles erklären. Erklären? Oh, dann schieß los. Hör zu. Ich liege auf einem OP-Tisch und werde aufgeschlitzt. Arasaka-Ärzte holen jetzt den Chip raus. Ich meine, du wusstest, dass das kommt. Dass ich eines Tages wieder normal sein und mein Leben zurückhaben will. Scheiß auf normal. Was ist schon normal? Die schneiden ein Stück von uns raus und da bleibt nur eine klaffende Leere. Eigentlich war das unser Deal, ganz am Anfang. Oh, wie? Das war unser Deal. Dass ich bleibe und du gehst. Unser Deal war, gemeinsam zu kämpfen. Füreinander. Das haben wir. Wir haben gewonnen. Es ist besser, aufrecht zu sterben, als auf Knien zu leben. Du hast ein Stück von dir, von uns, an einen Megakonzern verkauft. War's das wert? Wenn du Schiss hast, dass Arasaka dich in einen neuen Seelenknast schmeißt, keine Sorge. Sie werden dich schreddern. Ah, du wirst es nie raffen. Es geht nicht um Arasaka. Nicht mal um Leben und Tod. Worum geht's denn dann, Johnny? Erleuchte mich. Es geht ums Prinzip, wie. Das ging's schon immer.
Es ist egal, wie viel Chrom du hast oder ob du dich jede wache Minute in der PD-Fantasie verkriechst. Definieren tun dich nur deine Prinzipien. Sie zeigen dir immer, wie du nach Hause kommst. Helfen dir wieder zurück zu dir, wenn du am Boden bist. Ist das das Motto, nach dem Rockerboy Silverhand gelebt hat? Nein, das ist etwas, was Johnny von V gelernt hat. Der alten V. Ja, nun. Worauf wartest du? Darüber zu reden bringt nichts. Leb wohl, Johnny. Weißt du noch Dex' Frage? Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Ja, weiß ich noch. Ein Jammer. Hast die falsche Wahl getroffen. Darüber hinaus sind diverse Hirnfunktionen noch immer gestört. Die neuralen Impulse wurden zum Neuralprozessor umgeleitet. Eine vorübergehende Maßnahme. Wann erhalte ich den vollständigen Bericht? Ich werde ihn Ende der Woche schicken. Nochmals, Gratulation zum Erfolg. Auf Wiedersehen. Bereiten Sie das Zimmer der Patientin vor. Wo? Was? Wo ist Johnny? Sämtliche Engramme des Konstrukts wurden entfernt. Der Wahnsinn ist vorbei. Heißt... Er wurde wie vereinbart geschreddert. Kann dir doch so nicht sagen. Ich hab ein paar Gedächtnislücken. Wie bin ich hergekommen? Einige Erinnerungen sind unwiderruflich verloren. Andere kehren im Laufe der Zeit zurück. Bleiben Sie ruhig. Ihr Neuralprozessor ist überfordert. Unnötige Stressreaktionen verschlimmern die Situation nur. Bin ich noch wie? Ich war tot. Zweimal. Alles verlief planmäßig. Nein. Wer bin ich? Bitte begleiten Sie die Patientin raus. Notizen. Der weitere Verlauf ist schwer einzuschätzen. Die Entfernung der Tumore war eine schwierige Aufgabe. Doch die Operation am Engramm war die eigentliche Herausforderung. Dass das Schiff Theseus, zerlegt in seine Einzelteile und wieder zusammengefügt, dasselbe Schiff? Wir sind Pioniere, die erstmals geistige siamesische Zwillinge getrennt haben. Ja... Letztendlich kann sogar die menschliche Seele operiert werden. Ende der Notiz. Wieso fliegt das Ding hier rum? Bin ich in Kyoto? In einem Raumschiff oder wo bin ich hier? Und hier den Ruf des Kuckucks. Airlock 2. Send mich nach Kyoto. Ich bin wirklich in einem Raumschiff? Ruhen Sie sich aus. Die Ärztin wird gleich bei Ihnen sein.
Also. Wird jetzt nicht auf den Mond geschossen werden. Man kann ja. Jeder kann ja mal einen Fehler machen. Oder? Bist du nicht gleich auf dem Mond? Also, ja. Gut, dann schlafen wir. Komm her. Ich warte auf dich. Das klingt wie eine Drohung. Komm schon. Soeben eine Eilmeldung erreicht. Saburo Arasaka ist von den Toten auferstanden und lebt, wenn auch im Körper seines Sohnes. Der CEO wurde vor über einem Monat für tot erklärt, jedoch wurde bereits vor seinem Ableben eine Kopie seines Bewusstseins erstellt. Offenbar wurde es verwendet, um das Bewusstsein seines Sohnes und Nachfolger Yorinobu Arasaka zu ersetzen. Diese schockierende Entwicklung wurde zuvor in einer Pressekonferenz enthüllt. Yokoso, minasan, sofu wa yoku.枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私はかつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、ヨリノブは会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもと、アラサカ社は元の姿を取り戻します。 Heute ist ein wirklich historischer Tag. Denn heute hat die Technologie das leere Versprechen der Religion endlich erfüllt. Saburo-sama, Makoto ni omede. Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Parietallappenuntersuchung. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab. Und es war faszinierend zu beobachten, sagte er, wie eine Seele ihren Lebensweg wählt. Zuweilen bemitleidenswert, zuweilen lächerlich, zuweilen wundervoll und seltsam. Das reicht. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Verlinken Sie sich mit dem Gerät.
Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Meta-Bewusstseins was? Engram-Operationen gehen mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Persönlichkeitsstörungen einher. Der Test ist unumgänglich. Was sollen diese Tests eigentlich testen? Initiiere Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Reise. Leben. Zu Hause. Johnny. Feind. Johnny. Prinzipien. Ich. Verrat. Ich. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Wofür ist dieser Test überhaupt? Zum Überprüfen ihres Mitgefühls. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Genug davon. Der Test ist notwendig. Ich hab gesagt, genug. Wir setzen den Test später fort. Wie habe ich mich geschlagen? Das werden wir sehen. Motorischer Funktionstest. Betreten Sie das Laufband. Motorischer Funktionstest. Verbinden Sie sich mit dem Gerät. Worum geht's bei diesem Test? Gehen Sie? Werden Sie allmählich schneller? Was soll das beweisen? Ich weiß, dass ich laufen kann. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Wie schlage ich mich? Kontrollieren Sie Ihre Atmung. Um 3 Stufen beschleunigen. Scheiße. Steh auf. Hier kannst du nicht bleiben. Willkommen bei den N54 News. Ich bin Gillian Jordan. Die Welt steht immer noch unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass Saburo Arasaka von den Toten wiederauferstanden ist, im Körper seines Sohnes, Yorinobu Arasaka. Ein offener Protestbrief, der sich gegen diese Wiederauferstehung ausspricht, wurde sowohl von diversen religiösen Führern als auch Menschenrechtsorganisationen und Virtu 100 signiert.
Das ist eine Abscheulichkeit, die einer ungehinderten Eitelkeit, technokratischer Arroganz, dem völligen Verfall der Moral entspringt. Unsere Position ist klar. Saburo Arasakas menschenverachtende Machtübernahme verletzt internationales Recht. In so einem Fall ist ein Schiedsverfahren absolut notwendig, um bei... Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der die Reichen und Mächtigen unsterblich werden können? In der sie weiterhin von den Ärmsten der Armen profitieren, ihnen ihre Lebensgrundlage und auch ihre Körper... Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Leben ist keine Ware! Leben ist keine... Doch Saburo Arasakas Antwort auf die anhaltenden Proteste spricht eine ähnliche Sprache. Es gibt keine Beschwichtigungspolitik. アラサカ社内部の出来事に関して外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。 法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この。 Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Gibt's schon Ergebnisse der letzten Tests? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir beginnen heute eine neue Reihe an Tests. Von mir aus. Na los, bringen wir's hinter uns. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Nächster Test. Verbinden Sie sich mit Ihrem Direct Link. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Fangen wir schon an. Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit Ihrer ersten Assoziation. So schnell wie möglich, ohne zu denken, schon klar. Krankheit. Die Stadt. Rebellion. Johnny. Ich selbst. Tod. Die Gegenwart. Tod. Die Zukunft. Tod. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe, grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Ein Schatten breitet sich langsam auf dem Boden aus. Die erste Regenwolke des Jahres. Messungen abgeschlossen. Wir fahren nun mit dem motorischen Funktionstest fort. Bitte betreten Sie das Laufband. Schon genervt von den Tests. Ich finde es halt, das zieht es gerade wirklich unnötig in die Länge. Also. Wir müssen heute eine genervt bin ich noch nicht, aber. Ändern Sie den Ablauf, warum? Bitte nicht. Motorischer Funktionstest. Direct Link. Muss das letzte Mal mit Bravour bestanden haben, hm? Langsam gehen.
Ich glaube, ein gutes Ende wäre doch gewesen, wir wären einfach aus dem Raumschiff gesprungen. Ich meine, klar, es war halt nur ein Traum. Nicht aber schlecht. Hm? Etwas schneller. Um 3 Stufen beschleunigen. Stand anhalten. Ende der heutigen Tests. Kommunikation wurde freigeschaltet. Sie können nun Telefongespräche tätigen. Zur Erde. Hey. Hey. Wow, die Stimme habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Hör mal, ich sitze in einem Drecksloch fest. Ist so richtig scheiße. Dann verlass das Drecksloch. Komm nach Hause. So leicht ist das nicht. Leicht ist ein gutes Wort. Manchmal richtig wundervoll. Solltest du öfter mal sagen. Sorry, Mitch rastet gleich aus. Ich muss dich zurückrufen. Hat sie sich jetzt denn eigentlich mit Mitch vertragen? Wie geht's? Hey, das würde ich dich gern fragen. Ehrlich gesagt ging's mir schon besser. Was soll ich da aus der Ferne tun? Übers Telefon? Ja, ich wollte nur reden, Vic. Komm, du kennst mich lang genug. Ich bin nicht gut mit sowas. Und Misty ist nicht in der Stadt. Was soll ich denn bloß tun? Dich zusammenreißen und selbst entscheiden? Du hast mir und dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Mhm. Danke für den Rat, Vic. Klingt nach einem Plan. Die beiden waren gerade die ersten nach sehr, sehr, sehr langer Zeit, die mir mal wieder irgendwas Schönes gesagt haben. Also was heißt schön, aber die mir vielleicht auch was Gutes wollen. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Ach. Und sonst so, Chat? Also an sich, ich will nicht sagen, finde ich das Ende gut, aber das hier gerade, warum muss man das hier gerade so in die Länge ziehen? Hätte man das nicht irgendwie kürzen können? Warum macht man das? Lösen. Ja, okay.